und Herren, ich begrüße Sie zum Jahresauftaktgespräch hier in den, naja, würde ich mal sagen, heiligen Hallen des Alten Rathauses. Neben mir sitzt meine liebe Gesprächspartnerin, die Petra Grune vom Wochenspiegel, wie immer, und ich bin natürlich Ihr Klaus Treuter vom Merseburg Report. Ja, Petra, warum sitzen wir heute hier? Zum Rathaus, was passt da? Der Oberbürgermeister der Stadt? In jedem Fall. Deswegen herzlich willkommen, Oberbürgermeister der Stadt Merseburg, Jens Bülligen. Ja. Ich begrüße Sie. Ja, Sie sind ja hier eigentlich Hausherr sozusagen. Wir machen nachher auch mal einen kleinen Rundgang für unsere neugierigen Bürger, aber bevor wir so weit sind, da würden wir gerne mit Ihnen erstmal ein kleines Gespräch über das, was passiert ist im Jahr 2013 machen und natürlich auch ein bisschen die Aussicht fürs Jahr 2014 mit Ihnen besprechen. Fangen wir an mit dem Jahr 2013. Alle Neujahrsgespräche oder wie wir alle Neujahrsempfänge sind ja, denke ich, vorbei. Ich weiß nicht, ob der Oberbürgermeister gestern noch bei einem war. Naja, wir haben alle. Alle geschafft. Alle geschafft, ja. Aber wobei, ich finde das sehr angenehm. Es ist immer eine schöne Atmosphäre. Man kann dort in Ruhe auch arbeiten, indem man einfach gute Gespräche führt, das ein oder andere nochmal auswertet oder neu auf den Weg bringt. Also ich habe Neujahrsempfänge, soweit sie nicht so ausladend sind, ganz gern. Ja, also der Neujahrsempfang der Stadt Merseburg war ja, ich sag mal, mit einer knappen Stunde doch recht kurz, knapp und ich denke auch von den Zuschauern sehr gut angenommen worden. Aber wir wollen jetzt nicht über Neujahrsempfänge reden, sondern eigentlich einen kleinen Rückblick. Wie sieht der Oberbürgermeister von Merseburg das Jahr 2013 im Rückblick für Merseburg? Ja gut, 2013 hat Neuigkeiten gebracht in der Stadt. Wir haben das erste Mal seit Beginn der Stadt die Straßenbahn auf zwei separaten Gleisen in der Merseburger Innenstadt. Ja. Das gab es so noch nicht, nicht? Wir direkt vorm Klinikum haben wir jetzt die Weiße Mauer saniert, ja. Und da sind wir sehr froh drüber. Nicht? Also die Autofahrer müssen jetzt nicht mehr darauf achten, kommt ihnen auf ihrer Fahrspur eine Straßenbahn entgegen, nicht? Und wo kann ich ausweichen oder nicht. Da gab es immer ein bisschen so kritische Momente. Ja. Nicht? Außerdem ist die Straße jetzt davor schön asphaltiert. Ja. Die Autos können ruhig dahin rollen. Naja, und der Patient hat es natürlich auch jetzt einfacher, nicht? Ja. Der kann sich viel besser den heilenden Kräften der Ärzte widmen, als Angst haben zu müssen, quasi den Weg zum Klinikum nicht zu überstehen, nicht? Ja. Sie haben ja dieses geflügelte Wort gebracht bei Ihrer Neujahrsansprache. Wer den Weg zum Klinikum jetzt, vielmehr damals, überstanden hat, für den ist jede Krankheit eigentlich nur noch ein Klacks. Mittlerweile ist es natürlich wieder umgekehrt, ja, so wie Sie es gehört. Naja, wir hatten ja durchaus eine ganz, ganz schlechte Straße davor, die Absenkung und jeder kennt das nicht. Und ja, da war eben der geflügelte Satz in Merseburg, wer den Weg zum Klinikum übersteht, übersteht auch die anschließende OP. Und das haben wir jetzt Gott sei Dank auch behoben. Also wir sind sehr froh, dass wir das Klinikum zumindest in Teilen gut angeschlossen haben ans öffentliche Verkehrsnetz. Ein wesentlicher Teil fehlt noch. Das ist der Tunnel direkt am Klinikum. Mhm. Den haben wir in der Planung. Da kann ich aber für 2014 noch keinen Beginn oder sowas verkünden. Also der Gegenteil. Der Tunnel, der dann unter Bahngleisen durchgeht, ja, der jetzt eigentlich zu klein ist, glaube ich, im Querschnitt, um die größeren Krankenwagen durchzulassen. Richtig, genau. Direkt am Gerichtsrhein. Dort gibt es ja einen Übergang neben dem Tunnel oben drüber. Da sieht man heute auch noch die Schranken, die sind aber nicht mehr in Betrieb. Ja. Aber bin ich als Kind noch zum Kindergarten gebracht worden. Über die Schranken. Ja, und heute ist das zu gefährlich, nicht? Wenn man die Kinder dahin bringen würde und man machte die Schranken jeweils auf. Deswegen hat man damals schon so einen Kleintunnel gemacht, der ist aber viel, viel, viel zu klein. Wir möchten, dass der Gerichtshain zweispurig von der B91 bis zum Klinikum reicht, sodass wir also da eine gute Anbindung auch des Klinikums haben. Ja. Wir wissen ja, dass auch dort genau an der Ecke die Notfallaufnahme ist. Ja. Und da ist es also nur angebracht, dass wir da direkt hinkommen und nicht nochmal ein paar Umwege durch die Stadt fahren müssen. Hm. 2013 war noch was anderes oder geht es nur um das Thema Weiße Mauer? Mit Sicherheit gab es die eine oder andere Investition auch noch, die wir vielleicht heute vergessen, wie Schulen, Kindergärten. Sportplätze, genau. Hm. Also, ihr seid gut informiert. Das will ich mal sagen. Wir waren ja fast überall dabei. Ja. Gut, also da ist schon genau das Richtige auf den Punkt gebracht. Nicht? Wenn wir von hinten beginnen, dann haben wir ja Merseburg Nord, das Stadtstadion, und dort haben wir es geschafft, den zweiten Kunstrasenplatz
in städtischer Unterstützung ja, zu platzieren in Merseburg. Und das ist gut für die Sportlerinnen, die können jetzt fast rund um die Uhr, vor allem im Winter, sofern sie nicht total vereist ist, dann Fußball spielen. Ja, wir haben Kitas wieder weiter saniert. Hm. Nicht? Die Boratino ist fertig. Wir werden jetzt in diesem Jahr, ich mache mal gleich einen kleinen Bogen, wenn wir Merseburg Nord sehen, die Anne Frank, das ist auch eine ganz große Kindereinrichtung, die ist 1956 gebaut worden und mittlerweile natürlich sanierungsbedürftig. Die werden wir komplett sanieren. Da geht es jetzt am 3. März los. Dort werden die ganzen Kinder aus der Anne Frank in unser Ausweichkita an die Schwimmhalle gebracht und dort ständig betreut. Natürlich in den Gruppen, die wir bisher haben, da gibt es kaum Veränderungen dazu. Wir werden auch einen Bustransfer einrichten und dann geht's los. Dann wird die Kita komplett sanieren. Genau, richtig, wie von Merseburg West. Ja. Also die Buchatino, genau. Nicht, die Kinder waren ja auch an der Schwimmhalle. Und das haben wir, da haben wir gut gelernt dazu. Genau die Erfahrungen nutzen wir und setzen das jetzt auch um. Ich gehe mal davon aus, dass wir schon ein Jahr brauchen, um die Anne Frank da ordentlich wieder herzurichten. Das ist gut abgestimmt mit dem Träger, mit den Eltern, mit den Erziehern. Und ich hoffe und wünsche mir, dass das auch so erfolgreich verläuft wie nahezu Boratino. Ja, dann war im letzten Jahr noch eine Besonderheit, die auch neu ist für die Stadt. Das erste Mal kann der Einwohner von Merseburg, der Gast, der Student den Merseburger Bahnhof auch direkt von seiner westlichen Seite aus ansteuern. Er muss nicht mehr durch die Stadt fahren, wobei das sicherlich jetzt auch nicht ein ganz großer Umweg ist, aber es erleichtert ja doch, wenn wir auch von der Westseite jetzt direkt an den Merseburger Bahnhof rankommen. Da ist es uns gelungen, gemeinsam mit der Deutschen Bahn einen Tunnel unter den Gleisen zu bauen und die Bahnsteige direkt jetzt also anzuschließen. Unsere Aufgabe in Merseburg ist es jetzt 2014, diesen westlichen Ausgang des Merseburger Bahnhofes auszubauen. Ja. Das kann man sich so vorstellen, wie wir es bisher schon auf der Ostseite haben, an der Bibliothek zum Beispiel. Ja, genau, richtig. Mhm. So werden wir das auch herrichten, sodass wir mit dem Auto da gut rankommen. Da wird es noch kleine Veränderungen geben. Das heißt, die Straßen werden noch ein bisschen verbreitert. Das kann man sich möglicherweise jetzt noch nicht vorstellen, aber von dem Tunnel in der Lauchstädter Straße, dem Fußgängertunnel, nahezu bis zur Aluminiumfolie. Dort auf der Ostseite wird die gesamte Fläche nochmal oder überhaupt erstmalig richtig entwickelt. Wird das in diesem Jahr schon in Angriff genommen? Oder? Ja. Ja, also so sind unsere Planungen. Ich hoffe und wünsche mir, dass es auch klappt. Mhm. Zumindest ist die Planungen sind durch. Mhm. Wir brauchen jetzt den richtigen Baustart. Da gibt es einiges noch abzustimmen dazu. Da sind viele Kleinigkeiten noch zu klären. Grundstücksangelegenheiten mit der Deutschen Bahn und die Deutsche Bahn ist einfach ein Riesenkonzern, das dauert immer auch lange. Ja, aber wir sind guter Dinge, das Land Sachsen-Anhalt unterstützt uns und das war ganz gut. Insofern war 2013 verkehrsseitig ja ein Erfolg. Die Schulen, die Kitas haben wir schon ein bisschen angesprochen. Ja, kulturell war es ein bisschen schwierig. Unser Schlossfest ist ausgefallen. Ja. Ganz, ganz schlecht. Ja. Erstmalig fand ich aber in dem Ergebnis richtig, dass der Stadtrat gesagt hat, wir feiern nicht. Warum? Weil eines der größten Hochwasser, was wir in letzter Zeit hatten, war im Juni 2013 hier auf der Saale. Wir hatten Glück, wir liegen noch, ich sage mal, flussaufwärts, nicht? Halle, flussabwärts, wo die Weiße Elster noch in die Saale reinfließt. War viel, viel stärker betroffen. Oder der Saalkreis, dann Wettin, die Ecke. Nördlicher Saalkreis, ganz schlimm. Genau. Nicht? Das ganze Saaletal nördlich von Halle war ja voll mit Wasser. Ja, kurzum, wir haben dann gut uns darum gekümmert, dass wir die 181 noch befahrbar bekommen haben. Nicht? Der Neumarkt, dass wir den so einigermaßen noch schützen. Mhm. Naja, aber trotzdem, ein Fest zu feiern ging es nicht. Aber ich glaube, wir hatten auch einen anderen kulturellen Ausnahmezustand, wenn wir so wollen, in der Stadt. Nicht? Wir haben schon kurz vorhin mal so angedeutet, George Clooney war da, Oscar-Preisträger. Ja. Ne? Der unser Schloss ruiniert hat, laut Landrat, ja? Na ja, ich glaube, das war etwas überzogen. Da meint er was anderes. Ich weiß nicht, welchen Film der Landrat gesehen hat. Vielleicht guckt er zu viel Fernsehen. Keine Ahnung. The Monuments Man, das ist der Film, den sollten wir uns alle anschauen. Der läuft ja demnächst an, ja? Der läuft im Februar an und ich habe schon mal einen kleinen Ausschnitt gesehen und ist es tatsächlich das Merseburger Schloss zu sehen. Spielen Sie eine Rolle mit? Oder? Zurück, nicht das Schloss, nicht nur das Schloss, sondern auch den Merseburger Dom. Also wunderschön, ich freue mich auf dich. Erkennt man es wirklich? Richtig. Ja. Also der den Dom kennt, der das Schloss kennt, erkennt es auch wieder. Natürlich
freue ich mich, wenn das andere vielleicht mal neugierig werden und nach Merseburg kommen und sich diese Originalschauplätze anschauen. Nicht in den letzten großen Publikationen von großen deutschen Zeitungen ist auch über diese Filme berichtet und auch über die Rolle, über die Inhalte dieser Kunst. Sicherungseinheit der US-Armee, die ja hier unter anderem auch in vielen Ostdeutschland unterwegs war. Ja. Ganz kurz, auf was sind Sie denn besonders stolz 2013? Wo Sie sagen, das war für mich der Erfolg. Nein, das gibt es sind das alles Erfolge? Ja, das sind alles. Busvorplatz oder Bahnhofsvorplatz, der ja dort, würde ich mir jetzt so spontan einfallen. Ja. Ja, das ist auch ein Punkt, den wir 2013 umgesetzt haben. Wir haben also jetzt wieder ordentlich breite, befestigte Wege. Man kommt also nicht mehr über den Schotter zum Bahnhof oder zum Busbahnhof, sondern hat jetzt schöne, großzügig angelegte Wege. Man hat ein bisschen mehr. Wir haben, das ist der Merseburger Altstadtverein, von dem kam die Idee, auf die Historie von Merseburg hingewiesen. Ein Grenzmeilenstein, preußischer Grenzmeilenstein, ist ins Blickfeld gerückt. Also ich finde das... Es waren alles Erfolge oder zumindest, ich möchte nicht einen herausstellen. Es war sehr viel Arbeit und das freut uns auch. Wir wie nimmt man das als Oberbürgermeister wahr? Würde mich wirklich mal persönlich, wenn man so vor der Post steht und eigentlich dieses Ensemble, sage ich jetzt mal, Bahnhofsvorplatz, Busbahnhof ist auch vorletztes Jahr erneuert worden, man sieht eigentlich eine vollkommen neue, sanierte Blick. Ist man da nicht irgendwo nachts, wenn man mal nicht schlafen kann, sagt man nicht zu sich selbst, Mensch, eigentlich habe ich was wirklich Gutes für Merseburg geschaffen? Naja, also wissen Sie, es ist ja nun jetzt hier was Außergewöhnliches jetzt hier errichtet haben. Wir haben das gemacht, was jeder andere an dieser Stelle auch machen würde und sollte, nämlich diese alten Bausubstanzen entweder zu erhalten oder, wenn es nicht mehr geht, abzureißen, neue dafür hinzusetzen, funktionalere hinzusetzen. Und der Merseburger Busbahnhof, der ist sicherlich besonders durch seine geschwungene Form, das haben wir den Architekten aber zu verdanken, nicht der Stadtverwaltung, die das sicherlich begleitet und auch alles organisiert und managt. Aber ansonsten sind das jetzt keine außergewöhnlichen Dinge. Also gab es jetzt auch Merseburger, die gesagt haben, also jetzt, lieber Oberbürgermeister, ich finde das toll, das ist eine Bereicherung, dass die wirklich gesagt haben, da müssen wir mal ein Dankeschön sagen. Ja, wir erleben das, wenn wir dann diese, zum Beispiel den Bahnhofsvorplatz eröffnen. Da kommen viele Gäste und die auch die Diskussion mitbekommen haben um die Gestaltung des Platzes und die dann gesagt haben, das ist genau richtig. Genau so, wie ihr es gemacht habt. Ja. Nicht zu viel, nicht zu wenig, war genau richtig. Gut, ob man das jetzt nur gesagt hat, um auch die Gemüter zu beruhigen oder wie auch immer. Ich finde es ja in Ordnung, wenn sich viele mit einbringen, Ideen produzieren und man sich an diesen Ideen auch heranarbeitet, an viele Gestaltungen. Und das ist auch tatsächlich so. Die Ideen, die von außerhalb kommen, die werden nicht irgendwie außen vor gelassen, sondern die fließen in diesen Prozess mit ein. Und deswegen dauert es manchmal auch, und das finde ich auch gar nicht schlecht, in der Demokratie, wo ein Rat, ein Stadtrat, Ausschüsse, Bürgerversammlungen, Vereinigungen hier mit Ideen reinbringen können, mitdenken können, Vorschläge machen können, dauert es halt auch manchmal länger. Ja, ich sage manchmal, Demokratie kostet Zeit. Ja, das ist richtig. Mhm. Sicherlich kostet sie am Ende auch ein bisschen Geld. Ja, aber ich glaube, das ist auch gut angelegtes Geld und gut ausgegebenes Geld. Geld ist ein gutes Stichwort, vielleicht als Abschluss für 2013. Im folgenden Jahr war ja die Umstellung der Stadtverwaltung, der Finanzen der Stadtverwaltung von, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie es früher hieß, ich weiß bloß noch, wie es jetzt heißt, Doppik nämlich. Mhm. Und da gab es ja eigentlich einen Haushalt, der nicht beschlossen war. Also hat die Stadt sozusagen, ich will jetzt nicht mal von Hand in Mund leben, sondern sie hat eigentlich ein bisschen vor dem gelebt, finanziell, was eigentlich erst im November dann beschlossen worden ist, der Haushalt nämlich. War das eine schwierige Situation für den Oberbürgermeister, für seine ganzen Bauvorhaben oder für die Bauvorhaben, die die Stadt hatte? Nein, wir kannten diese Umstellung. Wir haben uns seit 5 Jahren auf diese Umstellung vorbereitet. Wir haben alle Bauvorhaben, die in 2013 zu realisieren waren bzw. neu hinzugekommen sind, auch kleinere, schon vorher in dem Haushalt 12 mit platziert und haben mit dem Rat gemeinsam entschlossen, in 12 schon, dass wir die auch in 13 machen können. Das gibt es, diese Möglichkeit. Und die Umstellung der Kameralistik auf die doppelte Buchführung, das ist in der freien Wirtschaft, in jedem Unternehmen gang und gäbe. Das ist jetzt auch in den Kommunen vorgeschrieben.
Das hat den Kommunen unglaublich viel Aufwand gekostet. Das sieht der Bürger draußen nicht, das muss er auch nicht sehen. Das ist auch jetzt nicht zu sehen. Nicht? Aber wenn wir das umrechnen, sind das schon fast 500.000, die die Stadtverwaltung selber in die Umstellung investiert hat. Sowohl durch neue Software, durch neue Buchungssysteme, als auch durch vor allen Dingen Arbeitskraft, Arbeitsleistung. Es gibt Städte in Deutschland, die lehnen die Umstellung ab, weil sie es finanziell und auch vom Aufwand her nicht schaffen. Das sind vor allem die großen Städte, wo das in die Millionen geht, so eine Umstellung. Ob das jetzt der richtige Weg ist, das will ich mal offen lassen, das will ich ja auch gar nicht beurteilen. Aber uns hat es schon eine gute sechsstellige Summe gekostet. Ich habe die Kämmerin mal gefragt, wie viel es waren. Ja, da wollte sie sich nicht ganz so äußern, aber ich glaube, wir liegen so bei 400.000 bis 500.000 Euro. Ja. 2013 denke ich, wir sollten nach vorne blicken, 2014. Mhm. Dann sitzen wir hier im Rathaus. Ich gehe davon aus, dass hier auch 2014 noch Geld fließen wird und dass hier noch einiges passiert. Jetzt, wenn ich mir Zahlen angucke, wie demografische Entwicklung, wir sehen, wir haben, wie alle anderen Städte natürlich, auch ein kleines Problem mit einem gewissen kleinen Schwund an Bevölkerung. Was kann man denn oder wie kann man denn dem entgegenwirken, dass wir sagen, wir versuchen das ein bisschen aufzufangen und versuchen hier was zu schaffen, damit der Merseburger in Merseburg bleibt, beziehungsweise dass wir Menschen nach Merseburg locken. Was ist da so momentan an Vorstellungen, an Plan für 2014? Ich höre das öfters mal, dass man sagt, ach, die demografische Entwicklung, wir werden immer weniger. Wird ja viel geschrieben darüber. Wird vielleicht auch viel geschrieben, das mag sein. Und das wird dann auch immer gleich mal als Argument herausgeholt, etwas nicht zu tun. Eine Investition nicht zu tun oder gerade eine Investition abzuspecken oder dergleichen. Falsch. Aus meiner Sicht grundsätzlich falsch. Selbst die Leute noch da sind und noch zukünftig da bleiben. Und über was reden wir? Das sind wenige Tausend, um die wir hier reden. 5.000 waren es. Ja gut, Merseburg war mal 15.000 oder 10.000 Einwohner vor 100 Jahren. Nicht? Dann ist das mal nach oben gegangen. Die Geschichte kennen wir alle. Jetzt geht es mal wieder ein bisschen nach unten. Es sagt uns aber auch keiner, so weit können wir gar nicht blicken, wie das dann mal in 50 Jahren aussieht. Das bedeutet ja nicht, dass Europa aussterben wird. Nicht? Davon gehe ich mitnichten aus. Afrika, Asien explodiert, die blasen aus allen Nähten. Das bedeutet nicht, dass das in Europa nur grundsätzlich die nächsten 50, 100 Jahre nach unten geht. Also das sehe ich nicht unbedingt und ich würde mich auch an diesen pessimistischen Aussichten jetzt nicht beteiligen. Für mich steht eins fest, dass diejenigen, die hier sind und auch zukünftig hier wohnen werden, Anspruch haben auf eine ordentliche Infrastruktur, auf eine ordentliche Dienstleistung, öffentliche Dienstleistung. Und das ist unsere Aufgabe heute. So, und da gehört es dazu, dass wir Schulen, Kindereinrichtungen, aber auch öffentliche Gebäude so sanieren und einrichten, herrichten, dass sie für den Bürger vernünftig genutzt werden kann. Vernünftig nach heutigen Standards, vernünftig. Nicht? Also die waren vor 50 Jahren andere. Nicht? Heute hat man ganz andere Ansprüche und heute gibt es auch ganz andere Situationen, auch Lebenssituationen. Nicht? Uns hat das Internet ein bisschen überrascht oder überfallen, will man mal sagen. Nicht? Viele kommen da an ihre Grenzen und das muss man auch berücksichtigen. Also wir können nicht nur alles übers Internet abwickeln. Wir müssen dem Bürger auch die Möglichkeit geben, mal an eine Stelle zu gehen, wo er mit anderen noch darüber reden kann, über seine Probleme und das alles abwickeln kann. Kurzum. Wir wollen uns hier in dem Rathaus, in dem alten Rathaus, einem Bürgerservice zu widmen, zu wenden, der also auch dem Namen verdient. Das wird nicht gleich 2014 der Fall sein können, denn das wird erst schrittweise sich auch entwickeln. Auch die Mitarbeiter werden sich darauf einrichten. Die Merseburgerinnen und Merseburger kennen die Bergerstraße, eines der schlechtesten Verwaltungsgebäude überhaupt im Landkreis. Gut, vielleicht kenne ich jetzt nicht alle, aber für die Kreisstadt ist das mit Sicherheit kein Aushängeschild. Da sind wir sehr froh, dass wir das verkauft haben. Das soll in diesem Jahr noch saniert werden von einer Wohnungsgenossenschaft und dort neue Wohnungen
gerechtere, auch bedarfsgerechtere Wohnungen entstehen. Mhm. Wir wissen ja, dass viele Blöcke, die in Merseburg stehen, aufgrund der Wohnungszuschnitte gar nicht mehr bedarfsgerecht sind. Da sind die Küchen zu klein, die Bäder zu klein, da gibt es keine Abstellmöglichkeiten. Ja, und all das muss jetzt auch mal in neuen Wohnungsquerschnitten mal in Berücksichtigung finden. Entweder schaffen wir es, die bestehenden Wohnungen umzubauen oder Neubauten. Und das sehen wir ja auch in Merseburg. Überall, wo Neubauten entstehen, sind die voll. Ja. Es gibt keinen Neubau, der leer steht, der eine Investruine ist, wenn wir das mal an anderer Stelle vergleichen, sondern der Bedarf ist da und da glaube ich, sind wir auf einem guten Weg, wenn wir die Bergerstraße jetzt sanieren, so schnell wie möglich rausziehen und dann hier, und jetzt komme ich mal aufs alte Rathaus zurück, einem Bürgerservice zuwidmen. Und ich bin guter Dinge, dass der Stadtrat dem auch folgen wird. Nicht? Ein Thema, was mich im Dezember besonders bewegt hat, war unser Zwischenbau. Da sind wir noch nicht fertig dazu. Soweit wie ich gehört habe, gibt es eine Kompromisslösung, die allen ein kleines bisschen wehtut, aber doch von allen mehr oder weniger dann getragen wird? Also von wehtut kann man nicht sprechen. Es ist insgesamt eine Bereicherung der Stadt, wenn wir hier an dieser Stelle einen ganz zentralen Verwaltungsstandort schaffen. So, und dieser zentrale Verwaltungsstandort kann sich aufgrund der heutigen Dimension und Dienstleistungsumfang nicht nur aufs alte Rathaus beschränken. Mhm. Dazu haben wir zu viele Mitarbeiter. Jetzt können wir darüber sprechen, dass wir die noch weiter abbauen. Aber ich kann die auch nicht unbeschränkt nach unten fahren, die Mitarbeiterzahlen. Das geht nicht. Dann können wir die öffentlichen Dienstleistungen, wie wir sie bisher vorhalten, nicht mehr. Nicht? Da müssen wir Abstriche machen. Das will ich aber nicht. Und das werde ich auch nicht tun. Sprich, wir werden hier Büroräume errichten. Das ist zumindest mein Wunsch. Und Sie haben schon gesagt, in diesem Zwischenbau, Sie haben schon gesagt, es gibt da auch gute Signale. Ich freue mich jetzt auch, dass der Stadtrat zumindest, die Entscheidung ist noch nicht getroffen, die wird erst wahrscheinlich im März soweit sein. Aber wenn es denn so ist, dass wir hier an diesem zentralen Ort in der Stadt einen Verwaltungsstandort bekommen, einen Bürgerservice bekommen, der auch den Namen verdient, wo wir alles anbieten können. Ist jetzt schon klar, wer hier alles einziehen soll, also welchem Service dann die Stadt hier in diesen Räumen schon anbietet? Ist ja, das schon im Wesentlichen klar? Ist das schon klar. Also man baut jetzt nicht irgendwas ins Blaue hinein, sondern wir wissen das schon sehr genau. Das ganze, die ganze Bergerstraße, alles, ganze was, Bergerstraße dort, was wir dort haben, die Reisepässe, Personalausweis und. Es wäre jetzt zu viel, da würde unsere halbe Stunde jetzt nicht reichen, wenn ich die ganzen Dienstleistungen aufzähle. Es liegt dann auch an der Stadtverwaltung selber, sich noch darauf besser einzustellen als bisher, noch mehr sich miteinander zu verzahnen und noch mehr hier an dieser Stelle anzubieten. Aber wenn wir erstmal die örtlichen Voraussetzungen geschaffen haben, ich denke, haben wir einen ganz großen Schritt geschaffen und dann nehmen wir auch alle mit, auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die freuen sich nämlich schon ein bisschen darauf, dass sie rein können. Und, aber der Oberbürgermeister bleibt in seinem Büro. Ja, leider. Der zieht nicht mit. Nein, das geht nicht. Wäre ein kurzer Weg von Beschwerden zu ihm. Ach, ich glaube, der Weg ist auch so nicht weit. Man braucht einfach nur durch die Gotthardstraße zu gehen, ist am Kreisverkehr und dort ist die Stadtverwaltung. Die Stadt Merseburg wird leider zum jetzigen Zeitpunkt immer diese zwei Verwaltungsstandorte haben. Nicht? Es gab ja mal ein neues Rathaus am Markt. Ich glaube, wir kommen vielleicht auch nochmal auf den Markt zurückzusprechen, aber dort war ja dann die gesamte Verwaltung etabliert. Das haben wir leider nach dem letzten Kriegserlebnis jetzt nicht mehr. Und wir sind dort aber gut aufgestellt. Nicht? Wir haben dort drei Gebäude, von denen können wir durchaus auch zukünftig mal das eine abgeben. Aber kurzum, diese zwei Hauptverwaltungsstandorte wird es geben. Der Bürgermeister kann nicht mit dir her. Gibt es schon einen Termin, ab wann man hier dann wirklich vorstellig werden kann und seine Wünsche äußern darf? Das möchte ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt Anfang Februar noch nicht sagen. Das wäre zu früh. Aber 2014. Ja. Kommen wir mal von der Verwaltung ein bisschen weg. Wir bleiben natürlich in Merseburg und kommen mal zu, sagen wir, zu kleinen Schmänkerlis oder auf jeden Fall zu unseren kleinen Kleinoden, die wir als Gebäude hier in Merseburg auch haben. Mhm. Und zwar unser altes Kloster. Das ist ja vom Gebäude her so ein wunderschön gelegenes Ding. Es sieht ein bisschen verfallen aus. Innen sieht es noch schlimmer aus als außen. In diesen Jahren sind ja doch einige Weichen gestellt worden, dass man das Gebäude zumindest halbwegs an den Förderverein übergeben hat. Geht es da im Jahr 2014 weiter? Oder gibt es da Aktivitäten, die Stadt dort geplant hat? Die Stadt selber jetzt nicht
sodass ich jetzt sagen könnte, wir fangen jetzt in 14 mit dem und dem an. Mhm. Das ist nicht der Fall. Wir sind sehr froh darüber, dass wir dieses Haus, dieses historisch älteste Haus von Merseburg, mittlerweile ist es ja nur noch ein Gebäude, wenn Sie so willst. Eigentlich nur eine Außenfassade. Mit Dach, ja. Dass wir die an einem Verein übergeben könnten, einen Förderverein, ja. Und der sich darum kümmern möchte. Und das finde ich gut, mit viel bürgerlichem Engagement dazu. Ich vergleiche das mal mit einem anderen historischen Gebäude, das wir auch in der Stadt haben, mittlerweile in der Stadt haben. Nicht? Früher, da hörten die Grenzen der Stadt Merseburg hinter Merseburg Süd auf. Heute gehört der Ortsteil Beuna als neuer Ortsteil mit dazu. Und wer damals durch Beuna gefahren ist, der hat das ja vielleicht gesehen. Da gab es mal so einen alten Steinhaufen an der Straße. Das ist das Stichwort. Und was war? Es haben sich engagierte Bürger von Beuna zusammengetan und in einem Förderverein und haben den Verein zur Wiederaufbau der Hauptmarktkirche. Also so in etwa hätte muss ich dann... Und der ist 10 Jahre, jetzt in diesem Jahr wird er 10 Jahre alt. Die Hoppenhauptkirche ist vor wenigen Jahren fertig geworden, ist noch nicht ganz fertig, man möchte es noch weiter ausbauen und in so einem Zeitraum müssen wir hier auch denken. In so einer Art und Weise sollte dann auch wahrscheinlich das Kloster saniert werden, ich nenne es jetzt mal einfach Die Stadt wird das unterstützen, da bin ich auch der Meinung, sollten wir uns nicht raushalten, aber ich darf es nochmal sagen, wir haben leider nicht so viel Geld heutzutage, um alles abzudecken, neben unseren vielen anderen Aufgaben, Schulen, Kitas, Straßen, Wege, Plätze, öffentliche Gebäude, nicht? Radwege, die auch bedürftig sind. Und da gilt es immer abzuwägen, nicht? Wo gibt man das Geld zuerst hin. Ich hoffe, es wird uns gelingen, das Haus Schritt für Schritt, das Kloster Schritt für Schritt zu erhalten und gegebenenfalls auch auszubauen. Vielleicht nicht erst in seiner Gänze, sondern dann erstmal in Teilen davon. Aber es ist schon erstmal sehr schön mit anzusehen, wenn sich da ein Verein drum kümmert. Ich komme mal zu unserem Marktplatz. Ja. Es gibt ja zahlreiche Diskussionen. Ich glaube, die sind nicht erst neu, die sind schon viele Jahre. Der Merseburger als solches ist ja stolz auf seine Stadt, auch auf seinen Marktplatz. Wobei da mitunter ja auch kritisch Dinge festzustellen sind. Wir haben um den Marktplatz herum Gastronomie, die mit Sicherheit eine Menge noch zu bieten hat, wo auch freie Kapazitäten sind. Ich habe vernommen, wo ich dann etwas ungläubig geschaut habe, die Planung, ein Schiff auf unserem Marktplatz zu positionieren als sogenannte Gaststätte. Das gab es früher schon mal, hieß Teichberle, an einem anderen Standort. Ich muss ehrlich sagen, ich wusste nicht, ist der 1. April angesagt oder ist es mehr oder weniger wirklich ernst gemeint. Ich kann es mir als Merseburger überhaupt nicht vorstellen, auch rein von dem historischen Ambiente, was dort letztendlich zu finden ist und dann ein Schiff da drauf. Ich hätte einen ganz anderen Gedanken zur Belebung, dass man sagt, man belebt diesen vielleicht auch, indem man den Ausstellern oder den Händlern vielleicht einfach mal probehalber die Standmiete erlässt, um einfach mal anzutesten, ob da mehr Leben auf dem Marktplatz herrscht. Aber ein Schiff selber, frage ich mich städtebaulich, ist das überhaupt vertretbar? Also es gibt viele Fragen in mir, die da schlummern. Und das war heute meine brennendste Frage. Ein Schiff auf dem Marktplatz? Nee, ich würde dagegen stimmen, wenn ich was zu sagen hätte. Naja, da wollen wir mal die Bogen wieder ein bisschen glätten, nicht? Oder zumindest beruhigen, nicht? Die Wellen, die sich da aufgebaut haben, in dem Sinne. Also von daher, wir müssen mal schauen, wo kommt die Idee, die Vision her. Das ist jemand, der selber so ein Schiff betreibt, so eine Schifffahrt betreibt und der natürlich aus seiner Sicht zu Recht auch auf sein Gewerbe aufmerksam macht und sagt, Mensch, wir liegen doch an der Saale, warum stellen wir nicht ein Boot auf den Markt? Gut. So eine Vision kann man haben, die finde ich jetzt nicht. Ich finde es nicht verwerflich, dass Menschen überhaupt Visionen haben und die auch zutage bringen, die auch in die Öffentlichkeit geben, zumal wenn es den Marktplatz angeht. Richtig. So, und nun kommen wir mal ein bisschen vom Wasser auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich denke, kurz und knapp, ein Boot gehört ins Wasser. Grundsätzlich, egal welches Dann Boot es ist. Dann haben wir eine Meinung. Dann haben wir eine Meinung möglicherweise. Ich glaube, keine Stadt, egal welche, tut es gut daran, sich ein Boot als Trockendock
oder den Marktplatz als Trockendock für ein Boot zu nutzen, egal welcher Kahn das ist, ob es ein neuer, ein alter oder dergleichen, das spielt keine Rolle. Ein Boot gehört ins Wasser. Aber wenn wir schon bei dieser Vision bleiben, ich denke, dann sollten wir, dann finde ich, die ist vielleicht nicht ganz ausgereift aus meiner Sicht. Dann sollte man sie weiterentwickeln dazu. Denn Merseburg liegt an der Saale. Und von hier aus, direkt am Marktplatz lang, ging ja auch mal ein Wasserlauf, die Geisel als Beispiel. Mhm. Nicht? Und es gab ja auch schon mal wieder die Idee, diese Geisel auch wieder ins Leben zu rufen, ans Licht zu tragen und dergleichen. Siehe Leipzig. Und zum Beispiel, und wenn es uns gelingt, da werde ich sofort jetzt hören, ja, das kostet viel Geld. Kann ja sein. Bitte, wir bewegen uns jetzt im Bereich der Visionen. Mhm. Wenn es uns gelingen sollte, auch diese Vision umzusetzen, von der Saale einen Weg in die Stadt zu führen, nicht nur über die Klia, die kann man aber auch nutzen, die könnte man auch nutzen, nicht? Sondern eben auch über den alten Geisellauf, der ja direkt hier auch am Markt vorbeiging, zum Gotthardsteich, vielleicht sogar weiter bis zum Geiseltalsee, das sind Visionen, ja? Dann kann möglicherweise auch mal ein Boot am Merseburger Marktplatz vorbeikommen, vielleicht ähnlich. Also wenn das Wasser hoch genug ist, wäre ja das auch kein Problem. Ja, denke ich. Also, ohne Hochwasser. Ohne Hochwasser, natürlich. Ja, also, bitte sagen Sie das allen Zuschauern. Vision, ja, sowas ja, wir jetzt hier besprechen. Aber also der Oberbürgermeister teilt zumindest unsere Auffassung, dass ein Schiff zum derzeitigen Zeitpunkt auf dem Marktplatz eigentlich gar nichts zu suchen hat. Wäre Quatsch. Ja. Nochmal, ein Boot gehört ins Wasser. Ja, alles klar. Und unser Merseburger Marktplatz liegt nun mal nicht am Wasser. Ja, so ist es. Ich kann jetzt beruhigt schlafen. Du kannst beruhigt schlafen und du hattest ja noch ein ganz paar spezielle Fragen für den Oberbürgermeister, die eigentlich nur eine Frau fragen kann. Okay, ich erlaube mir das jetzt, ja. Weil es sind immer so Sachen, die kann man preisgeben, muss man aber nicht. Und das Lieblingsbuch oder das letzte Buch, was Sie gelesen haben, können wir das in Erfahrung bringen? Also wir sind jetzt auf der persönlichen Schiene so ein kleines bisschen. Ja, ja, richtig. War es was Trockenes oder? Da sind zwei Bücher. Das ist einmal Imperium heißt das. Da geht es um den römischen Kaiser Caesar. Mhm. Und das ist aber ein historischer Mann. Und das zweite, das habe ich parallel, wenn Sie so mal gelesen, das sind Kriminalfälle, authentische Berichte über Kriminalfälle aus der DDR-Zeit. Mhm. Das war im letzten Urlaub vor zwei Wochen. Da gab es eine Serie, glaube ich, so ganz gleich. Ich habe auch zwei Bücher mit Kriminalfällen. Also, Sie haben noch Zeit zum Lesen, ein Stück? Ja. Weil ich denke, die Abende sind auch ganz schön vollgepackt mit Terminen. Und da muss man sich manchmal freischaufeln zum Lesen, oder? Ja, das ist schon richtig. Aber gerade die Urlaubszeit, das nimmst du ja dann mal. Ich hatte es mir eigentlich zu Weihnachten vorgenommen. Aber irgendwie bin ich zu Weihnachten nicht dazugekommen und dann hat sich das nach hinten verzögert. Und ich habe immer den Anspruch, wenn ich ein Buch angefangen habe, dann muss ich das zu Ende lesen. Dann tut es mir irgendwie, dann drängt es mich dazu. Ich kann das nicht liegen lassen. Zweite Frage, der Lieblingsort in Merseburg. Darf überhaupt ein Oberbürgermeister sowas haben? Normalerweise muss man ja eigentlich... Gotthardsteich, ja. Südpark. Also wissen Sie... Es gibt mehrere dieser Orte und die sind alle gleich und jeder Ort hat was Besonderes an sich, ob es die Abendstimmung im Kreuzgang ist oder das Verschneidefeld am Ortsrand von Beuna oder den Geiseltalsee, ja, den Südfelsee zugefroren, gut jetzt den Gotthardsteich zugefroren, völlig egal. Völlig egal. Und am besten hat man ja seine eigene Wohnung, nicht, als den schönsten Ort mit dazu. Ja. Also von daher. Ja. Und die letzte Frage meinerseits, Lieblingsgericht. Gibt es ja, das Lieblingsgericht? Fisch aller Art. Okay. Ja, wir sind eigentlich zumindest, was den Teil hier in diesem Raum, im großen Sitzungssaal im Alten Rathaus betrifft, fast am Ende. Wir wollen ja noch einen kleinen Rundgang durchs Haus machen. Aber bevor wir das tun, kommen wir noch zu so einer Frage, die, ich sag mal, das ist eine Visionsfrage auch wieder. In 2014 gibt es ja jede Menge
Wahlen. Wir haben Stadtratswahl, wir haben Landratswahl, wir haben Kreistagswahl, wir haben Gemeindewahl und Europawahl im Endeffekt. Und das setzt sich natürlich im Jahr 2015 dann fort. Und da haben wir dann die Oberbürgermeisterwahl hier in Merseburg. Da ist der Oberbürgermeister 7 Jahre im Amt. Er schaut sehr kritisch. Jetzt ist natürlich die Frage, und die muss einfach zum Schluss kommen. Ist man jetzt schon so weit als Mensch, dass man sich Gedanken darüber macht, ist es erstrebenswert, 2015 wieder als Oberbürgermeister anzutreten, oder schiebt man das noch vor sich her? Oder hat man schon vielleicht eine Entscheidung getroffen? Ja, ich war jetzt gespannt, wie die Frage ist. Ich habe es extra so neutral wie möglich versucht zu formulieren. Das ist für mich ganz klar und deutlich. Ich werde 2015 wieder mich zur Wahl stellen. Das ist eine eindeutige Antwort. Die ist für mich persönlich schon lange entschieden. Und ich bin auch gewillt, ich habe auch die Kraft dazu. Es gibt viele Projekte, die wir angestoßen haben und die ich gemeinsam mit der Verwaltung und Stadtrat noch umsetzen will. Ja, und da würde ich sagen, dann gucken wir uns das Objekt Altes Rathaus doch mal im Schnelldurchlauf, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, einfach mal an. Ja, gut. Gut. Ja, gehen wir mal gucken durchs ganze Haus. Petra hat sich schnell was angezogen, weil es doch recht kalt ist. Jawohl, wir sind ja noch in der Bauphase, da ist noch nicht alles fertig. Wir sind jetzt aus dem Ratssaal rausgekommen, sind hier im Besprechungsraum. Das war früher mal das Standesamt oder das Trauzimmer an sich. Das haben wir jetzt hier umgebaut, saniert, wir haben es etwas größer gemacht. Und hier werden dann die Ausschüsse des Stadtrates tagen. Also das bleibt hier oben in jedem Fall nicht, also wird hier nicht Verwaltung, sondern hier oben bleibt es mit dem großen Saal zusammen für den Stadtrat vorbehalten. Das Ja-Sagen ist ja immer noch angesagt, ja? Auch wenn so ein Stadtrat zu allen Ja sagt. Also früher haben Sie hier Ja gesagt zur Trauung und heute müssen Sie Ja vielleicht sagen zu entsprechenden Beschlüssen? Hier wird nicht so oft Ja gesagt. Ach, würde ich nicht unbedingt sagen. Ich müsste mal raussuchen, aber die mehrheitlichen Entscheidungen, ja, die waren schon ganz ordentlich für die Stadt. Da kann man nur noch mal dem Stadtrat schön Dank sagen für die vielen Entscheidungen, die wir getroffen haben. Ist in den letzten Jahren zur Sanierung vieler Objekte, Straßen, Wege, Plätze, Kitas, Schulen in der Stadt. Und das wird hier alles vorbereitet in vielen, vielen Stunden, Diskussionen, abgewogen, hin und her. Jetzt könnte man sagen, na Moment mal, die reden zu viel. Nein, es ist nicht so. Es werden sehr, sehr viele Ideen und Überlegungen mit eingebracht. Und es ist bei weitem nicht so, dass nur die Stadtverwaltung hier immer das Richtige vorgibt, sondern es kommt auch sehr vieles aus dem Rat dazu. Und das ist auch schön. Gehen wir weiter. Ja, wir sind jetzt hier im Vorraum vom Ratssaal und im Beratungsraum. Wir kommen jetzt quasi die Treppe hoch und stehen dann hier in diesem Raum. Und da sehen wir jetzt noch zugedeckt ein Glasfenster hier oben. Hier wird natürliches Licht von oben nach unten geleitet und dann uns von oben quasi diesen Raum erhellen, ähnlich wie wir es im Ständehaus haben mit der Glaskuppe. Ja. Auch die war hier schon drin, allerdings war sie verdeckt von oben. Wir haben die Verdeckung weggenommen und nochmal extra dort Licht hereingeführt. Das Ganze wird hell und freundlich. Hier werden dann ringsherum an diesen Wänden Bilder aufgehängt werden können. All das werden wir vorbereiten, öffentliche Galerien oder wer auch immer hier mal ein Bild hinhängen möchte. Da rumpelt einer rum, da irgendwo. Ja, aber aufpassen, damit uns das durchbricht hier. Jetzt gehen wir mal, denke ich, in einen Bereich, wo eigentlich nur für die Bürger dann gearbeitet werden soll, nämlich in diesem, ja, viel gerühmten, würde ich jetzt schon mal sagen, Bürgerservice. In was für einem Raum sind wir jetzt hier? Jetzt sind wir, wenn Sie so wollen, in dem Empfangsraum, in diesem Empfangsgewölbe. Das war ein Raum, der war früher völlig verdeckt. Hier war die Wand geschlossen, die gab es durchgängig. Wir haben diese Wand durchbrochen und haben jetzt diesen Raum hier als Empfangshalle, wenn du so willst. Hier gibt es dann Stühle, Aufenthaltsmöglichkeiten. Hier kann man dann sein Ticket ziehen. Deswegen ist hier noch so eine kleine Aussparung, um dann zu wissen, an welchem Platz, zu welcher Nummer man welche Dienstleistung abrufen kann. Da wird es dann hier auch noch Anzeigetafeln geben und dergleichen. Und wir haben jetzt hier hinten auch einen Fahrstuhl in das Haus. Ja, vielleicht kann die Kamera mal drehen, dass wir diesen Fahrstuhlschacht mal sehen. Da hinten. Ja, und da kann man dann nach oben fahren in den Ratssaal beziehungsweise in die anderen Büros, um ja alle Dienstleistungen, die wir hier anbieten, mit zu erledigen. Nicht?
So, na nun kommen wir mal in dieses Allerheiligste. Vielleicht kann die Kamera mal mitkommen. Es sieht ja noch ein bisschen rohbaumäßig aus, aber wir waren, ich glaube, vor 2 Jahren schon mal hier. Also gegenüber vor 2 Jahren hat sich natürlich eine Menge getan. Also wir haben hier das gesamte Rathaus, das gesamte alte Rathaus unten komplett zu einem Gesamtbüro gemacht. Nicht? Also die gesamten Wände rausgebrochen. Sie sehen, wir können von einer Ecke zur anderen im Rathaus durchschauen. Das gab es so noch nie, das ist neu dazu, um einfach so einen großen Raum zu schaffen, um hier sowohl vom Eingang als auch gleich zum Büro, zu dem Arbeitsplatz oder Serviceplatz, wo ich hingehe, dann Kontakt zu haben. Nicht? Dazu, es gibt dann Wegleitesysteme, es gibt Anzeigen und dergleichen, sodass der Bürger dann auch richtig geführt wird dazu. Das Ganze wird jetzt hier noch eingebaut. Wir sind noch mitten in der Phase. Nicht? Und ja, wir gehen davon aus, ein paar Wochen wird es soweit sein. Aber wir sehen ja schon so einiges dazu. Nicht? Ja, auch die Decken haben sich verändert. Früher waren ja überall kleine Winkel und Gänge, kleine Büroräume. All das ist herausgebrochen worden. Außer diese Verstrebungen, die wir jetzt hier drinnen sehen, die sind übrigens auch nicht ganz original. Die sind mal in den 1920 hier eingebaut worden. Da musste das Rathaus damals schon stabilisiert werden und deswegen sind diese Streben reingekommen. Heute, naja, kann man geteilter Meinung drüber sein. Aus meiner Sicht stehen sie ein bisschen im Weg, aber wir müssen damit leben und ich glaube, wir schaffen es auch. Da sieht man eben die unterschiedliche Bauhistorie auch dieses Hauses, nicht? Wie es mal 1444, ja, erstmals erwähnt, hier eingebaut worden ist und dann Schritt für Schritt auch saniert wurde, eben auch mit solchen Unterzügen. Jetzt haben wir hier noch sogar drinnen ein gutes Belüftungssystem. Also wenn der Bürger kommt, dann wird es hier nicht stickig sein, sondern er wird auch ganz ordentliche, naja. Wenn er ins Schwitzen kommt. Im Sommer kann das sein, wir wissen das, ja. Hier haben wir Südseite, da kommt der Wind oder die Sonne hier drauf und nein, das ist nach den neuesten Kriterien hier saniert worden und soll auch die nächsten ja, mehrere Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte halten, nicht? Ja. Das wirkt sehr sympathisch, muss ich sagen, wenn ich hier stehe. Und das, auch dieser offene Bereich ist natürlich für mich sehr ansprechend. Ja, ja, mit diesen Worten würde ich mich erstmal beim Oberbürgermeister fürs Gespräch bedanken wollen. Ich denke, unseren Bürgern wird mit dieser Sendung wieder ein klein bisschen mehr Einblick gegeben in die Arbeit des Oberbürgermeisters und natürlich auch in den zukünftig kommenden Bürgerservice hier in Merseburg. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Petra, auch dir schönen Dank. Und ich denke, wir sehen uns bestimmt im nächsten Jahr wieder. Richtig. Bleiben wir neugierig. Wir bleiben neugierig. Danke. In jedem Fall. Die erste.